willkommen zu einer neuen Folge von Wandellust. Ich sitze hier zusammen mit Patrick in Porto und Patrick Baumann ist so für mich der erste Digitalnomade, den ich näher kennengelernt habe. Aber eigentlich ist er nicht nur an den Stränden der Welt unterwegs, so wie hier in Portugal, sondern er arbeitet tatsächlich auch gerade und beschäftigt sich ziemlich viel mit dem Thema Wandel, weshalb es mir eine große Freude ist. Patrick, herzlich willkommen. Dankeschön, hallo. Wandellust. Was denkst du, wenn du Wandellust hörst? Ich wollte gerade sagen, da fehlt ein L, aber... Wandel ist für mich eine ganz entscheidende Sache, allerdings sehe ich das nie so, sondern für mich ist es einfach Teil meiner Person und meines Lebens, dass ich mich für so viele Sachen interessiere, die ich alle ausprobieren will, dass ich halt permanent irgendwie sich alles verändert. Also, das heißt, du musst dich wandeln, weil sonst schaffst du gar nicht alles, was du willst. So in die Richtung. Ich schaff's auch so nicht, weil der Nachteil, wenn man so viele Dinge macht, dann schafft man oft nicht die Intensität, die andere haben, wenn sie eben weniger machen, aber dafür lange und intensiv. Mhm. Nur der Wandel ist für mich ein ganz entscheidender Teil meines Lebens einfach. Ich mag es auch, wenn Dinge sich ändern. Ich mag zum Beispiel auch Chaos. Ich mag auch Katastrophen in gewisser Weise. Ich glaube, ich bin ein guter Krisenmanager. Wenn also Dinge schnell anders sind, als man sie geplant hat, dann kann ich schnell umschalten. Meiner Meinung nach. Und ich habe den Faden verloren. Macht nichts, wir waren beim Thema Wandel. Wandel. Genau. Das ist schon mal der nächsten Idee. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich kenne nur auch Leute, bei denen ist das anders. Die finden Wandel gefährlich oder wenn Dinge eben anders sind als erwartet und so weiter. Und bei mir ist es eher das Gefährliche oder was ich um jeden Preis zu vermeiden versuche, ist, wenn die Dinge gleich bleiben. Vielleicht wollen wir mal einen kurzen Abriss machen. Hm. Du hast mal irgendwas studiert, dann hast du angefangen zu arbeiten. Irgendwas mit Medien sogar, genau. Und heute, also wenn wir jetzt mal von heute zurückschauen, schreibst du gerade aktuell an deinem ersten Roman. Ja. Da würde ich jetzt sagen, wir kennen uns schon ein bisschen länger, schon eine gewisse Art von Wandel stattgefunden, denn du hast dich lange mit der Idee rumgetragen, ein Buch zu schreiben. Hm. Was ist passiert, dass aus diesem Wunsch, ich möchte ein Buch schreiben, ein Wandel stattgefunden hat, der nach außen kommuniziert, im April 2019 erscheint mein Buch. Hm. Was ist da passiert? Ja, also für mich sind, also ich werde gleich zwei Dinge nennen, die entscheidend waren, dass ich dann wirklich angefangen habe vor einem Jahr. Aber trotzdem noch ein Gedanke vorweg. Für mich ist Wandel nicht so ereignisbezogen eigentlich, sondern eher eine kontinuierliche Geschichte. Also, dass ich jetzt an einem Buch schreibe, ist irgendwie das Ergebnis von allem, was ich zuvor gemacht habe. Also, es war halt irgendwann an der Zeit. So, aber es war mir auch vor 10 Jahren schon klar, dass ich das machen werde. Und ich habe mich in diesen, also mein ganzes Leben, mich eben permanent gewandelt und jetzt ist der Moment, wo ich es mache. So. Es ist aber nicht, es sind nicht unbedingt einzelne Ereignisse, das wollte ich noch vorweg schicken. Und dann gibt es aber doch zwei auslösende Dinge, glaube ich, oder wesentlich auslösende Dinge jetzt aus den letzten 2 Jahren. Das eine ist, dass vor ziemlich genau 2 Jahren mein Vater gestorben ist, was das erste Mal war, dass jemand so Nahestehendes gestorben ist. Und mir irgendwie nochmal die eigene Endlichkeit stark vor Augen geführt hat. Das ist anders als mit 20 oder 25, da ist das nicht so wichtig. Oder da habe ich überhaupt nicht, da war es immer so, wenn ich mal groß bin und dann mache ich XY und dann merkt man irgendwann mit 40, jetzt bin ich ja groß. Das habe ich auch vor ein paar Jahren schon zu anderen Dingen gesagt. Aber dieser Gedanke kommt immer wieder. Jetzt wird es langsam mal Zeit. Das war also das eine, dass ich in den letzten 2 Jahren vieles bewusster mache, weil mir klar ist, so, es gibt dieses eine Leben und niemand weiß, wie lange das geht und es wäre sinnvoll, damit was Sinnvolles zu machen. Und das zweite war, dass ich vor einem guten Jahr
irgendwie unzufrieden war, obwohl mein Leben von außen betrachtet immer cool aussieht, selbstständig, hat einen Billardsalon, kann rumreisen, alles super cool. Aber irgendwie war ich unzufrieden. Naja, nicht nur ein Billardsalon, hat ein Online-Unternehmen, hat ein Billardsalon, hat einen Blog, lebt seit 6 Jahren, 5 Jahren als Digitalnomade, more or less. Hat ja, so eine ortsunabhängig, kleine, mag ich lieber. Okay, lebt ortsunabhängig mit einer kleinen Homebase in Berlin. Mhm. So, also ich finde schon, da ist schon ein bisschen mehr als ich habe ein Billardsalon. Genau, ich wollte, ja. Also, aber zumindest sieht es von außen eben super, super aus und da könnte man jetzt eigentlich aufhören, ne? So. Aber ich habe eben vor einem Jahr, war ich ziemlich unzufrieden, habe so einen Mangel gemerkt, irgendwie, ich war unten, ja, es war so, ah, es fehlt was, Routine, also ich habe zu viel Routinen, es nervt, also irgendwas war da, ja, so. Und habe dann festgestellt, dass ich schon ziemlich lange, obwohl es wie gesagt von außen nicht so aussieht, nichts mehr gemacht habe, was mich wirklich erfüllt und fordert. Und da habe ich mich dann, gab es einen Abend, wo ich mit meiner mit einer Freundin, wo ich oft auch über so Weiterentwicklungssachen spreche, Lydia, mit der saß ich zusammen und irgendwie kamen wir da drauf, so Dinge, die noch ausstehen. Und bei mir war es eben Romanschreiben, bei ihr war es was anderes. Und dann haben wir eben da entschieden an dem Abend, okay, wir haben jetzt einen Monat Zeit, ich muss bis dahin ein Exposé schreiben. Sie macht für ihr Projekt unternimmt den ersten Schritt. Und wenn wir das nicht schaffen, müssen wir 500 Euro an die AfD spenden. So, das war unser Trick, um dafür zu sorgen, dass wir es auch wirklich machen. Und ja, so kam das. Und das hat mich total geflasht, sowohl ich wurde nervös, so, scheiße, jetzt gehe ich es wirklich an, weil das Schöne an Träumen ist ja, an unerfüllten Träumen, dass man immer die Möglichkeit hat, ich könnte es ja mal machen. Man hat aber nicht das Risiko dabei, dass man merkt, man schafft es nicht oder der Wunsch ist gar nicht so schön, also die eigentliche Sache ist gar nicht so schön wie der Wunsch. Und wenn man dann eben sagt, okay, ich mache das jetzt, dann ist es eine riskante Entscheidung, weil du könntest merken, du taugst nicht zum Autor, du hast überhaupt keinen Bock, Autor zu sein, du willst vielleicht gerne ein Buch im Regal haben, wo dein Name drauf steht, aber du findest Schreiben scheiße. Alles Mögliche könnte da dranhängen. Woran man dann merkt, der Traum war irgendwie ein schöner Traum, aber die Realität ist gar nicht so. Insofern hat es mich sehr nervös gemacht, aber es hat mich gleichzeitig auch total begeistert. Ich habe mich dann bei einer Schreibschule angemeldet, also eine Fernschule, und habe angefangen, mich mit dem Roman zu beschäftigen. Super. Ja. Und wie läuft's? Die Frage, wie läuft's? Die habe ich ähnlich formuliert, wie geht's und wie steht's, sind zwei Überschriften in meinen 2-wöchentlich erscheinenden Newsletter, wo ich genau darüber Bericht erstatte. Den könnt ihr auch abonnieren. Super, magst du kurz sagen, wo? Ja, ich habe so eine Kurzadresse, wo man dann weitergeleitet wird auf das Formular und die heißt rebrand, also rebrand.ly. / 2040 2040. Das ist der Arbeitstitel des Romans, weil der spielt im Jahr 2040 in Berlin. Genau, da berichte ich darüber und aktuell steht es so, dass ich habe jetzt ein Jahr lang, ich mache das nebenbei, morgens immer, ein Jahr lang an Story und Recherche und Figuren und so weiter gearbeitet und das steht jetzt im Wesentlichen. Und jetzt ist die Aufgabe, das wirklich zu schreiben. Und mein Ziel sind so grob gerechnet 80.000 Wörter. Und ich bin jetzt gerade bei 17.000 irgendwas, so knapp, ja, 18.000. Genau. Mein erster Zwischenschritt ist, zum 31.12. den Shitty First Draft fertig zu haben. Das habe ich aus dem Schreibbuch, finde ich schön. Um dann bis zum 29. April das Ding fertig zu haben und veröffentlicht zu haben. Also, ich habe als Termin 29. April 2019 erscheint das Buch oder ich habe einen Verlag. Ja, also es kann sein, wenn ich einen Verlag finde, den ich gut finde, dann und der sagt, nee, wir bringen das dann und dann raus, dann würde ich mich da natürlich danach richten. Aber wenn ich selbst veröffentliche, was auch eine Option ist, dann ist es am 29.04. nächsten Jahres. Super. Also ich, wie gesagt, ich kenne dich ja schon ein bisschen länger und ich finde es toll, dass der Wunsch deines, ich schreibe ein Buch,
in die Realität umgesetzt ist und du fleißig daran schreibst. Ich bin total gespannt. Mhm. Bevor ich dich jetzt frage, was du 2040 noch für andere Wandel durchgemacht hast, möchte ich, glaube ich, gerne noch mal verstehen, wenn du jetzt so, du wirst ja bestimmt oft gefragt, hey, wie hast du das alles gemacht? Und so von einem zum anderen, von Angestellten-Tätigkeit, erstmal in die Selbstständigkeit, dann in die Ortsunabhängigkeit. So, eigentlich bist du ja so der deutschen Wirtschaft immer so 3 Schritte voraus, so in dem, wie du dein Business aufstellst, würde ich sagen. Was würdest du anderen Menschen sagen? Worauf kommt es an? Ja, also, ehrlich gesagt, war da nie wirklich viel Strategie dahinter, oder? Sondern es hat sich einfach, ich bin neugierig und offen und gucke mich um, und wenn ich sehe, da ist irgendwas, was interessant ist, dann probiere ich es aus. So, das ist es eigentlich. Okay, das heißt, vielleicht auf der anderen Seite, du warst auch immer bereit, eine Failure-Rate absolut mit einzu- ja. Und ich mag auch Ungewissheit. Also das, davor haben, glaube ich, die meisten Leute Angst. Und ich mag Ungewissheit, weil ich, glaube ich, im Kern ein ganz tiefes Grundvertrauen habe, es wird schon gut gehen. So. Und ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich glaube, das habe ich von meinen Eltern oder so. Also das heißt, zusammenfassend, Wandellust bestärkt sich darin, wenn man ein Urvertrauen hat, dass eigentlich alles gut wird oder dass immer alles gut wird. Würdest du so sagen? Ja. Dann fällt Wandel leichter? Ja. Und wenn Menschen Wandel schwerer fällt, sollte man erst an dem Vertrauen arbeiten, dass es immer gut wird? Ich kann es so wirklich nicht sagen, was man machen sollte. Ich kann wirklich nur davon sprechen, wie ist es bei mir. Genau. Und ich denke, was mir was auch hilft, ist, ich habe keine großen Ansprüche. Ich glaube, man kann, wenn man seine Erwartungen auch gering hält, also das muss alles so laufen, ja, diese ganze Planerei immer. Ich glaube, die größten Enttäuschungen, sei das jetzt zum Beispiel, wenn an Weihnachten sich immer am meisten gestritten wird und im Urlaub wird sich gestritten, dann liegt es immer daran, dass die Erwartungen unglaublich hoch sind. Und das mache ich nicht so. Ich habe, als ich damals dieses Thema Ortsunabhängigkeit entdeckt habe, da habe ich ein Buch gelesen von einem Ami, der darüber geschrieben hat. Das war 2011, da war das noch nicht so ein Riesenthema wie heute. Und ich habe das gelesen und fand das einfach mega geil, dass das geht. Und welches Buch war das? Das heißt, ich glaube, Life Nomadic. Also der Autor heißt Tynan, T-Y-N-A-N. Das ist ein Blogger aus Amerika und das war so einer der ersten, der darüber geschrieben hat. Mhm. Und das Buch habe ich gelesen und fand das mega cool. Und dann dachte ich so, ich fand das halt eine geile Idee, das einfach auszuprobieren. Ich mag das so, verrückte Sachen zu machen. Und habe kein großes Risiko gesehen. Ich war schon selbstständig. Mein Mitbewohner wollte mit seiner Freundin zusammenziehen. Das heißt, unsere WG war auch in Auflösung begriffen. Und mich hat damals gewurmt, dass ich noch nie im Ausland war, längerfristig. Und dann dachte ich so, ich mache das jetzt einfach. Also das war für mich irgendwie, ich fand das cool, so einen krassen Schritt zu machen. Und habe da auch kein großes Risiko gesehen. Also man kann zum Beispiel, wenn man sich den Worst Case vorstellt, dann kann man solchen Entscheidungen ungeheuer viel Bedrohlichkeit nehmen. Also zum Beispiel, wenn du dich als Angestellter fragst, soll ich mich selbstständig machen? Als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich gefragt, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es nicht funktioniert. Und dann suche ich mir wieder einen Job. Super. Wenn man, das finde ich auch eine wichtige Sache, die ich immer wieder gerne sage, wenn man in Deutschland geboren ist, dann ist der Worst Case sanfter als alles, was 90% der restlichen Menschheit in ihrem Leben so an Risiken vor sich hat. Ja. Allein der deutsche Pass ist ein 6er im Lotto. Das heißt, dieser Worst Case ist, also eigentlich brauchen wir überhaupt nichts Angst haben. Und ja, dann habe ich halt, machst dich selbstständig, wenn es nicht klappt, suchst du wieder einen Job. Habe ich nie gemusst. Wenn du alles verkaufst und um die Welt reist, das Schlimmste, was passiert, du kommst zurück und nimmst dir wieder eine Wohnung. Ja, das ist alles überhaupt nicht so schlimm. Ja, kann ich jetzt stundenlang das Gleiche sagen, aber so, das ist die Zusammenfassung eigentlich. Ich glaube, für dich ist es das Gleiche. Ich kann mir vorstellen, dass total viele Menschen
die in festeren Strukturen über eine längere Zeit sich bewegen, dass natürlich dann auch die Gewohnheit, das Geld, eine Sicherheit einen größeren Schritt bedarf, wenn man vielleicht, also das ist, ich versuche die ganze Zeit über so eine Formel nachzudenken, während wir sprechen, so man nehme die Portion Urvertrauen in sich, man nehme, was bestärkt deine eigene Wandellust, ne? Und ich glaube, dass du da in deinem Freiheitsgedanken auch schon weit weg bist von denjenigen, die in irgendeiner Stadt in Deutschland in einem Angestellten-Tätigkeit etc. sind. Aber es geht mir eigentlich darum, zu sagen, hey, Wandellust, wir wollen ja, es geht darum, dass Wandel, Wachstum und Weiterentwicklung. Ne? Mhm. So, und jetzt hast du von dem Wandel beschrieben. Jetzt würde mich noch so ein bisschen interessieren, von deinem Wachstum. Wo würdest du sagen, wenn du dir den Patrick, ich habe mir in Vorbereitung auf unser Gespräch ein altes Video von 2012 von dir angeschaut. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe ein bisschen geschmunzelt, weil du erstens ganz anders aussiehst und auch ganz anders wirkst. Wie würdest du deinen eigenen Wachstum beschreiben? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich weiß, welches Video du meinst, weil so viele gibt es gar nicht. Oder anders gefragt, ja. Siehst du überhaupt Wachstum? Oder ist es halt für dich so, kommt und ist? Oder gibt es auch irgendwas, worüber du dich freust und stolz auf dich bist? Ja, also ich sehe auf jeden Fall sehe ich Wachstum und Veränderung. Also ich merke, dass ich viel bewusster mit meinem Körper umgehe, was auch Teil dieser Sache ist, dass ich eben mir meiner eigenen Endlichkeit bewusst bin oder eben auch so, es gibt diesen einen Körper, den kriegt man zur Verfügung gestellt. Und wenn man den gut behandelt, dann hält er lange und wenn nicht, dann nicht. Und sogar während die Zeit bis zum Ende fühlt sich auch noch besser an, wenn man ihn gut behandelt. Ja, es geht ja nicht nur um Langlebigkeit, sondern auch um Lebensqualität. So, das ist eine Sache. Ich bin, glaube ich, ein bisschen verantwortungsbewusster geworden in den Jahren, was damit zusammenhängt. Zum Beispiel auch, als wir das Bata, also meinen Billardsalon, eröffnet haben, haben wir einen riesen Kredit aufgenommen. Das war ein Riesenprojekt und es lief am Anfang holprig. Da habe ich viel Druck erlebt und eine nervlich irgendwie ziemlich beanspruchende Zeit. Und dann albert man nicht mehr so sehr rum. Ja? Also andere Leute kriegen Kinder, für die ist das die entscheidende Veränderung, eben verantwortungsvoller zu sein. Bei mir war dieses Projekt definitiv sowas wie Kind kriegen. Seitdem kasper ich nicht mehr so viel rum und überlege mir auch genau, worauf lasse ich mich ein und wozu sage ich auch nein. Also das ist auch so auch dazugekommen. Ja, also ich vielleicht bin ich erwachsen geworden in den 5 Jahren seit dem Video. So grob also gesagt. So sieht es zumindest mal aus. Ja. Wir können gerne eine Sequenz von dem Video zeigen. Erwachsen werden heißt nicht, dass man sich die Haare abrasieren muss. Man muss dazu sagen, Patrick hat keine Haare, was ihr auf dem Video sehen werdet oder auf dem Bild. Also du sagst, Weiterentwicklung, du meinst, du hast mehr Verantwortung, bist verantwortungsvoller geworden über das Projekt. Siehst du auch in deiner Persönlichkeit ein Wachstum? Das ist schwer zu sagen. Ich beschäftige mich zwar viel mit mir selbst, aber wenn man jeden Tag hinguckt, merkt man das ja nicht so. Das ist so, wie wenn die Tante irgendwann kommt, ach, ist der aber groß geworden, ne? Und die eigenen Eltern sehen es nicht, weil sie das Kind ja jeden Tag sehen. Ich kann das wirklich nicht so einfach sagen, aber natürlich, ich verändere mich permanent. Ich merke ja, wie sich meine Prioritäten verändern, wie ich auf manche Sachen keine Lust mehr habe, auf die ich früher Lust hatte und umgedreht. Was ist ein Beispiel, worauf du heute Lust hast, auf was du früher keinen Bock hattest? Sport. Wie sieht es heute aus? Heute ist, also ich habe früher immer... Ich mache schon eine Weile Sport, seit 14, 15 Jahren, als ich aufgehört habe zu rauchen, habe ich angefangen zu laufen und so. Es war aber immer eine Sache, wo ich tierisch Disziplin gebraucht habe. Also ich musste mich dazu treten. Und es gab immer wieder auch Unterbrechungen von einem Jahr oder so. Und dann habe ich Laufen ausprobiert und Yoga und Taekwondo, alles Mögliche. Aber es war immer so, ich musste mich treten dazu. Und ich habe andere Leute gesehen, die gesagt haben, wenn ich keinen Sport mache, dann kriege ich schlechte Laune und ich muss mich bewegen. Und ich dachte so bist du einfach nicht. Und dann habe ich vor 3,5 Jahren mit CrossFit angefangen und das hat mich so angefixt, dass ich jetzt auch einer von denen bin, die wenn ich eben ein paar Tage mich nicht bewege, dann werde ich hibbelig und denke, ich muss jetzt endlich mal wieder
Gas geben. So. Also das ist zum Beispiel eine Sache. Und das, da bin ich total dankbar für. Wandellust im Sport. Wandellust im Sport, absolut, ja. Ich habe auch noch vor 3-4 Wochen, also wir sind ja hier in Porto wegen der Konferenz des Citizen Circle, die Halbjahreskonferenz, die hier vor ein paar Wochen stattgefunden hat. Und die war für mich dieses Mal ein richtiger Kick, um diverse Dinge anzufangen. Zum Beispiel mich zu outen, bis 29. April veröffentliche ich meinen Roman. Und eine andere Sache, die ich angefangen habe, war täglich jetzt sogenannte Momentaufnahmen zu schreiben, also so kurze Absätze über meinen Tag. Und verdammt, warum erzähle ich das jetzt? Da habe ich jetzt schon 2-3 Mal diesen Gedanken aufgehört mit nichts ist für immer. Also früher habe ich irgendwie nie gedacht, ich bin Sportler, jetzt bin ich auf einmal Sportler. Ich glaube, Wandel gehört dazu und ich glaube, es ist sogar schlecht, wenn wir versuchen, das zu vermeiden. Kennst du Menschen, die sich nicht wandeln? Ja, die wählen die AfD. Okay. Also, das finde ich total interessant, weil jetzt bist du jemand, der total reflektiert ist, sich wandelt, selbstständig ist, so der Traummann, der sich mit sich beschäftigt, ein Mensch, der wirklich sowohl Tiefe hat als auch Bewegung, Dynamik und Ruhe. So, ich finde, du in unserer Freundschaft der letzten, weiß ich nicht wie viele Jahre, verbindest du das. So, und jetzt frage ich mich, wie ist es für dich, wenn du Leute in deinem engeren Umfeld wahrnimmst, oder vielleicht gibt es sie auch gar nicht, die sich nicht wandeln? Nur noch mal kurz zu diesem AfD-Spruch. Ne? Ja. Also ich glaube, das Problem ist differenzierter, als zu sagen, die wollen sich nicht wandeln. Das glaube ich auch. Wir brauchen jetzt nicht politisch werden, aber ich glaube auf jeden Fall, dass, für mich gehört, wie gesagt, nichts ist für immer, und Wandel, dass die Welt sich verändert, unsere Umwelt sich verändert, wir uns verändern, das ist ein permanenter Teil, das ist einfach das Leben, so, wir verändern uns, und wenn wir uns dem widersetzen, dann führt das zu Problemen. Okay, aber gibt es in deinem Umfeld Menschen, mit denen du regelmäßig Kontakt hast, wo du merkst, sie haben keine Wandellust? Und wie gehst du damit um? Ja, würde ich so jetzt nicht sagen. Also wenn ich merke, irgendwie man beredet permanent das gleiche Problem und dreht sich im Kreis, dann sage ich schon mal so, ich weiß jetzt nicht, was ich dazu noch beitragen soll. Aber ich will jetzt gar nicht von anderen so sehr sprechen, weil du merkst es doch bei dir selbst auch manchmal. Ich habe auch Sachen, ich habe auch Baustellen, die kenne ich seit 10 Jahren und trage die mit mir rum und bin da auch nicht so richtig bereit, jetzt wirklich mich mal zu wandeln in dem Bereich. Insofern wäre das jetzt irgendwie Käse, zu sagen, ich bin hier der Superwandler und ihr seid unbewegliche Honks. Ich habe mir gerade gedacht, super Podcast-Titel, von dem Superwandler und unbeweglichen Horns. Ich mag's. Also was ich für mich persönlich interessanter finde, ist mich eigentlich zu fragen, für mich ist, glaube ich, eher eine Herausforderung, beständiger zu sein in manchen Bereichen. So. Also Wandel ist für mich keine Herausforderung. Wandel kann ich jeden Tag irgendwie bis zum geht nicht. Also Wandel ist fällt mir leicht. Und wenn man immer nur sich wandelt, und dann ist das genauso ein Extrem, was, glaube ich, nicht gut ist. Also Wandellust finde ich schön, dass das euer Motto ist. Finde ich auch wichtig. Aber es gibt auch, also Beständigkeit hat auch Vorteile. Ne? Oder ja. Absolut, aber jetzt sind wir natürlich in unserem Metier. Immer geht es immer um Weiterentwicklung und Wachstum und Wandel, weil Organisationen sich wandeln, die Umwelt sich wandelt, etc. Also ich gebe dir völlig recht, es geht nicht um die Wertung, sondern es geht wahrscheinlich auch am Ende des Tages darum, dass die Wippe relativ im Balance ist. Ne? Aber ich glaube, grundsätzlich leben wir in Deutschland in einer Gesellschaft, die eher weniger, also aufgrund von Altersstrukturen etc., wandlungsbereit per se ist, wenn ich jetzt einen Schnitt machen würde von den Ländern, die ich kenne. Deswegen möchte ich gar nicht so sehr werten, sondern es geht mir darum, jetzt bist du halt jemand, wahrscheinlich für das Gros der Menschen, die halt schon
vom Superwandler sprechen können, weil du einfach viel gewandelt hast in deinem Leben. That's fact. Also, und da zu sagen, was würdest du denn denen mitgeben, die vielleicht manchmal ein bisschen hesitieren und zurückhaltend sind, wenn es um das Thema Wandel geht? Was du denen mitgibst, die sich viel wandeln, mal ein bisschen beständiger zu sein, hast du ja schon gesagt. Also das ist hauptsächlich an mich selbst eine Botschaft. Ja. ich denke, dass ich will wirklich nicht Leuten einreden, ihr müsst euch auf jeden Fall wandeln, einfach nur um des Wandelns willen. Das finde ich kein Argument. Mhm. Ich denke erstens, viele Leute wandeln sich nicht, obwohl sie neugierig wären. Die sollten es unbedingt tun. Ja, also ich erlebe immer wieder, gerade jetzt als Selbstständiger, hast du immer wieder Gespräche mit Leuten, die angestellt sind, die aber irgendwie die spüren so ein Kribbeln, die haben eine Idee, die würden gerne, die finden es langweilig, angestellt immer ins Büro zu latschen. Aber sie haben Angst, dass sie das nicht können, dass sie einfach nicht der Typ dafür sind, bla bla bla, das Übliche. Und denen sage ich immer, das ist Quatsch. Wenn du Bock drauf hast und neugierig bist, dass du jetzt nicht weißt, wie es geht, ist kein Thema, dass du Schiss davor hast, ist kein Thema, alles in Ordnung. Aber wenn du neugierig bist, wie wär's, dann beschäftige dich auf jeden Fall damit. Also wenn viele Leute wandeln sich nicht, obwohl sie eigentlich so ein inneres Bedürfnis haben. Das können sie sich nur noch nicht wirklich erlauben. Und die sollten das unbedingt tun. Ja? Ein zweiter Grund für Wandel ist, denke ich, dass, also zum Beispiel, wenn es jetzt um Deutschland geht, um Wirtschaft, um wie entwickelt sich die Welt, wir können, also die Welt verändert sich rasant gerade, was wir an allen möglichen Ecken und Enden sehen, und wir haben überhaupt keine Wahl, ob wir da mitmachen wollen oder nicht. Die Frage ist nur, wie wir damit umgehen. Mhm. Ja, also für mich ist zum Beispiel der technologische Wandel eine Baustelle, wo ich sage, wenn sich in Deutschland nicht gravierend was ändert, was das angeht, dann schauen wir uns in 20 Jahren, 2040, werden wir ganz dumm aus der Wäsche gucken. Also dieser berühmte Neulandsatz von Angela Merkel zum Thema Internet. Wir denken ja, die meisten Leute in Deutschland denken immer noch, dass wir die Speerspitze der technologischen Entwicklung wären, nur weil wir immer noch tolle Autos bauen können. Und das ist der größte Quatsch überhaupt. Alleine wenn ich mir angucke, was mobiles Internet und so weiter in Schwellenländern wie Thailand oder sonst wo, wie viel besser das ist, als bei uns, wo man in der U-Bahn in der Großstadt sitzt und auf einmal funktioniert das Handy nicht mehr. Mhm. Da können die Leute sagen, ja, wir brauchen dein Handy da in der U-Bahn. Ne, aber das ist, was in Deutschland gerade verpasst wird an technologischem Wandel, ist dramatisch. Und das wird ganz schlimme Folgen haben. Nicht nur so, ja, dann ist das, dann kann ich halt keine YouTube-Videos gucken in der U-Bahn, sondern wir werden wirtschaftlich ganz krass abgehängt dadurch. Das ist nur so ein Beispiel. Also man kann Wandel, wenn man einfach die Augen verschließt und sagt, das passiert ohne uns, dann geht es halt daneben. Ja. Ist ja ein super Schlusswort. Wenn man einfach nur die Augen zumacht vor dem Thema Wandel, dann geht es halt daneben. Ja. Oder? Was meinst du? Kann man so machen, ist aber halt kacke. Ne? Ja, super. Also, ich bin gespannt, ob wir was zum Thema Wandel in deinem Buch lesen werden, was 2040 im Arbeitstitel heißt und am 29. April 2019 erscheinen wird. Genau. Lesen können. Lieber Patrick, ich bedanke mich bei dir. Mr. Superwandel. Und die letzte Frage, die ich an dich habe, ist, von welcher Weiterentwicklung träumst du noch? Was willst du gerne noch können, machen, erleben? Was ist noch ein Punkt Weiterentwicklung, der dann, wenn der Roman draußen ist, auf der Agenda steht? Also vielleicht Crossfit-Weltmeister? Nee, auf gar keinen Fall. Das ist mir viel zu krass. Ich will jetzt, also was für mich jetzt bei mir, das ist jetzt weniger Wandel, sondern eher Richtung Beständigkeit. Ich will gerne mein finanzielles Fundament ein bisschen ausbauen. Ja, das ist noch ziemlich, also da will ich jetzt unbedingt, nicht unbedingt Wandel, oder also ich hätte gern Wandel nach oben. ja, ich würde gern, also für mich persönlich meine finanzielle Situation verbessern, auch ein stetiges passives, halbpassives Einkommen, was nicht so sehr an meine Arbeitszeit gebunden ist, das wäre eine Sache. Und dann habe ich,
viele Dinge noch, die ich lernen möchte. Noch mehr reisen, mehr Sprachen lernen. Es gibt viel, aber... Wir sprechen uns einfach wieder und dann schauen wir, was bis dahin passiert ist. Genau. Ich danke dir und das war Patrick Baumann zum Thema... Wandellust. Super!